Was willst du mir eigentlich erzählen? Du weißt, was es heißt, für eine Frau zu kämpfen? Du weißt Scheiße, Mann. Soll ich dir mal eine Geschichte erzählen? Also da war dieser Typ. Eigentlich war das ein ganz ruhiger. Klempner, kannst du dir das vorstellen? Aber der Typ, der war glücklich, verstehst du? Der hatte einen Job, eine alte, unordentliche Wampe. Der hat einfach keinen Stress. Aber dann ist da noch dieses Arschloch von Affe. Fett, faul, ständig am Saufen, vollkommen durch. Der wollte die Braut des Klempners für sich. Einfach so. Hat sich geschnappt mit seinen fetten Pranken und ist einfach durchgebrannt. Als wenn er irgendwie King Kong wäre oder was. Auf jeden Fall, jeder andere Kerl hätte wohl da schon drauf geschissen. Verdammt, ich hätte da sowas von drauf geschissen. Das war ein fetter Gorilla, Mann. Aber dieser Typ, der hat nicht eine Sekunde gezögert. Ist sofort losgerannt. Bei einer anderen? Ich weiß nicht. Aber das... Das war sie, verstehst du? Eine. Der Typ also los und sucht sie. Überall. Also echt überall. Weil der will den unbedingt weg haben. Weg vom Affen. Nur zurück. Und der Affe, der konnte sich erst gar nicht glauben, dass der Typ tatsächlich hinter ihm her ist. Hat ihm Fässer in den Weg gerollt und ist immer höher geklettert. Aber der Klempner ließ sich nicht aufhalten, verstehst du? Von gar nichts. Was der Affe auch immer gemacht hat, es war total für den Arsch. Der Typ ist einfach immer wieder gekommen. Und am Ende, da hat er den Sack tatsächlich noch erwischt. Weißt du, manchmal gibt es diese eine Frau, für die würdest du einfach alles machen. Sogar mit einem fetten Gorilla. Das ist Liebe, verstehst du? Wahre Liebe ist das, Mann.